Nachdem ich mit Leib und Seele Musikant bin und eben Vollblutmusiker bin, habe ich das als sehr schwerwiegend empfunden, dass mein Gehör immer schlechter wird, dass der Hörverlust immer stärker wird und auch das Hören meiner Gitarre fast nicht mehr möglich war. Ich habe vor der Operation keine Angst gehabt. Ich habe mehr Angst gehabt, das Gehör zu verlieren. Darum habe ich mich zu der Operation entschlossen. Und wenn man etwas wirklich will, hat man keine Angst. Und ich bin bestens aufgeklärt worden vom HNO-Arzt und habe weder Schmerzen noch sonstige Komplikationen hinterher gehabt. Die Aktivierung war ein Traum, also ich habe mich auf nichts so gefreut. Nach diesen 4 Wochen, wo das Implantat gemacht wurde, dass eingeschaltet wird, dass ich was höre. Und das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Das war ein gewaltiges Gefühl, dass man wieder alles hört. Ich habe ein Stecknadel zu Boden fallen gehört, also es war traumhaft. Es gibt eigentlich kein Hörgerät, das das jemals schaffen könnte von diesen Geräten, die ich probiert habe. Es gibt keine Rückkoppelung, kein Pfeifen, also kein störendes Geräusch, wie es bei manchen Hörgeräten eben vorkommt. Das Ohr ist frei und man hört wirklich ganz, ganz toll und man kann zufrieden sein. Es gibt nichts Besseres, also für mich auf keinen Fall. Ich habe 2 Implantate und natürlich hört man damit besser, weil der räumliche Effekt da ist, der Stereo. Und als Musikant weiß man, was das heißt, Stereo, wenn man halt von links, von rechts, von vorn, von hinten alles hören kann. Und dieses System macht es ihm möglich, dass man wieder ganz normal musizieren und sich unterhalten kann. Das gesellschaftliche Leben mit der Weiberin Sambridge schaut eben so aus, dass man wieder überall dabei sein kann. Dass man bei den Diskussionen wieder mitmischen kann und eben seinen Senf dazugeben kann, auf Deutsch gesagt. Und dass man eben mit seinen Freunden am Stammtisch sitzt und die Witze wieder anhören kann, die man vorher nicht mehr gehört hat. Und das ist ganz toll und über das muss man sich einfach freuen und ich bin dankbar, dass es dieses System gibt. In den Bergen, bei dem Haus am Waldesrhein, ja, da waren wir froh und glücklich, ich und meine Caroline. Zum Wohl.